Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute soll es um den Bizeps gehen, beziehungsweise meine Top 5 Übungen für den Bizeps. Und zuallererst bequatschen wir, wie denn ganz genau der Aufbau des Bizeps ist. Und zwar, wie der Name schon verrät, hat der Bizeps zwei Köpfe. Und der kurze Kopf hat seinen Ansatz am Rabenschnabelfortsatz und der lange Kopf am Schulterblatt. Beide sitzen dann unten an der Speiche an. Und dementsprechend ist seine Aufgabe zum einen natürlich das Beugen des Ellbogens und zum anderen die Auswärtsdrehung des Handgelenks und Unterarms. Man sagt auch Supination. Und damit man einen Muskel effektiv trainiert, sollten alle Funktionen des Muskels abgedeckt werden. Und dementsprechend zeige ich euch, wie gesagt, meine Top 5 Übungen. Viel Spaß dabei!